So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Dodo Wars. Für alle, die jetzt wundern, eben stand sie ja ein bisschen anders. Ja, wir hatten ein kleines technisches Problem quasi. Ich gucke halt mal, ob der immer noch stuck ist. Oh, warte mal, wie nah bin ich am anderen Bären? Ja, ist immer noch stuck. Okay, also meine Idee wäre, wir bauen hier die Säulen. Von hier quasi bis zu dem Berg da. Weißt du? Ja, jein. So, und dann bauen wir die so, dass wir hoffen, dass er weiter stackt und wir uns dadurch nur den Fettwanster vom Hals halten, weißt du? Ja, verstehe, was du meinst. Genau. Aber sollten wir uns eigentlich nicht noch Narkotöpfchen machen? Ja, ich mach das. Ich dachte mir nur, ich sag dir, was mein Plan ist. Ja. Und du guckst dann, weißt du? Ich guck mal. Ob du das umsetzen kannst. Ja. Was ist eigentlich mit dem Biber hier? Soll ich dir mal gerade das Zement nochmal klauen? Weil ich sehe gar keinen Biber. Kann die Leiche... So, der Chat geht mal wieder nicht weg. Trotz Doppel- und Triple-Enter. Ach, das ist so nervig. Es dauert irgendwie 10 Sekunden oder so. Ah, okay. Ja, jetzt hat es funktioniert. So, jetzt bist du eben mal rechts runtergelaufen, aber das hier müsste ja trotzdem mich genauso zum Ziel führen. Ja, ja. Also ja, du kannst, solange du bergauf rennst, kommst du dahin. Ja, ja, ich bin auch da. Ich sag, geklappt. Genau. Ich habe mir das Ganze quasi nochmal offline angeguckt, weil ich natürlich auch lese, Leute, dass euch das aus dem Leben triggert. Und ich kann es auch verstehen. würde mich auch aus dem Leben triggern. Ich sehe es ja manchmal bei Solo, bei TTT-Aufnahmen. Es war halt wirklich nur, ich war unaufmerksam, als wir das erste Mal hin waren und dann war halt Land unter. Ja, du hattest halt Spaß mit dem T-Rex, ne? Ich hatte wirklich Spaß mit dem T-Rex, Alter. Das war der Spaß meines Lebens. Und mich hat das halt so getriggert, ey. Ja, ich weiß, aber das... Das war ja auch schön. Okay, Alter. Okay, ich habe einen richtig krassen Bug. Mhm. Wenn ich unseren Triceratops reite, gucke ich aus meinem Fernrohr raus. Ja, das ist normal. Wenn du das Fernrohr in der Hand hast, dann guckt er durchs Fernglas durch. Okay, und wie kann ich das abwählen? Ah, okay. Q. Also ja, das Fernglas wegstecken. Ich gehe mal ein bisschen unsere Umgebung ein bisschen erkunden. Also ich gucke jetzt gerade an dem Bären vorbei quasi und gehe noch ein bisschen. Kannst du noch mal gucken, ob du... die Bärenhöhle findest, in der Hoffnung, dass da... Bärenhöhle? Weiß ich. Ich glaube sogar, wir haben zwei Höhlen. Ich glaube, wir haben eine in der Umgebung. Alter, dass dieser Triceratops irgendwie Level 1 ist, ist so anstrengend, ne? Warum? Weil der würde ja mehr laden können. Mehr. Ich bin gerade durch ein Gebiet gelaufen, wo kein einziger Dino war. Oh. Okay. Also. Irgendwo kein Dino ist, es ist meistens, hat das ja einen Grund, ne? Meinst du? Pass auf dich auf. Ja. Ich hab die Flinte dabei. Gott, da ist schon wieder ein Bär. Wie stark ist denn die Flinte eigentlich? Können wir damit. Die ist super stark. Ja? Ja. Also, Kopfschuss sollte eigentlich tot sein. Bei was? Beim Menschen. Ah, okay, das ist krass. Ja, obwohl jetzt mit dem Gelevelten vielleicht nicht ganz. Okay, ich habe nochmal einen Bär gefunden. Okay. Der ist 35. Ja, es sind ja vier, sollten es ja auch sein, ne? Ja. Aber das ist nicht die Höhle oder nicht die Umgebung, wo wir vorher waren. Das Zeng, ne? Also es sind andere Bären. Aber weil, da war 56? Ja ein 60er dabei. Nee, da waren 56er, oder? Nein, das waren 60er. Ganz sicher? Ja. Oh, okay, das sind 500 Euro, wette ich mit dir. Okay, nee, es ist, ich hab Vertrauen. Kann ich denn irgendwie zwangs annähern? Ich mach das jetzt einfach hier, Alter, frisst das. Wen denn? Mit Trizer? Ja, irgendwie. Wofür? Für der verhungert immer, Alter. Der hat doch voll! Du siehst doch, wenn der Magen leer ist, dann ist das so sehr wenig sichtbar. Ja, aber also vielleicht bilde ich es mir auch wirklich ein. Wenn der Bären im Inventar hat, dann frisst er auch. Also keine Sorge. Sobald der Hunger hat, ist der sofort eine Bäre. Der hält seinen Stuff immer voll. Na gut, okay. Da mache ich mir hier umsonst so. Wie viele Bären, ey. Okay, das sind nochmal andere gewesen, die ich da gerade gesehen habe. Holy shit. Aber das ist halt mega geil, Alter. Wenn wir ein paar Bären haben, ist es halt brutal, ne? Und wir haben halt nicht ein paar Bären, sondern wenn die alle zähmen, ey, boah. Nee, nicht alle, aber wir können ja uns die zwei fettesten rausnehmen. Ich wäre die Bären eigentlich nur als Reittier haben, ne? Ja. Und die wären halt ein echt gutes Reittier, gerade für die Phase, in der wir aktuell auch sind. Mhm. Wie viele Narkos hast du? Ich bin gerade dabei, welche zu machen.
Ich denke mal, das wären hier, ja, so 20 Narkotöpfchen wären das. Ich guck gerade mal, zur alten Bärenhöhle. Okay, mach das. So, wen nehme ich denn jetzt mal hier gerade mit zum Tragen? Jutta! Ne, warte mal, dein Wendekreis ist doch garantiert genauso geboostet. Oh. Dir macht das hier Spaß, Jutta. Wo war denn die noch? Ist das hier hoch? Alter, jetzt ist es gerade gut warm, ne? Ja, cool, der Skorpion stackt immer noch. Der Skorpion? Achso, der eine Skorpion. Okay. Wo ist denn der T-Rex runtergefallen? Da war doch auch eine Höhle. Wirklich? So ein Kackbaum bist du. Okay, ich glaube, ich hätte dich gar nicht mitnehmen sollen, Jutta. Du bist mir einfach zu langsam. Ja, also die Bären, die wir da gesehen vor der Haustür haben, die sind definitiv andere. Weil ich bin jetzt die ganze Ecke gelaufen, bis ich jetzt... Da unten ist nämlich die andere Höhle. Okay. Also ich würde sagen, wir machen den Stuck. Den Stuck hier, ja. Dann kannst du da schon mal anfangen, die Pfeiler hinzusetzen? Ja. Das ist gut. Also das Ding wäre halt auch... Ich glaube, das ist gar nicht so gut. Warum? Joni. Warum? Weil... Oh, du kannst aus dem Wasserglas ja auch zweimal trinken, habe ich ganz vergessen. Ja. Geil. Ich hab zu viel Schiss. Ich glaube, die Bären können über den Stein auf der anderen Seite drüber rennen. Ich sehe das gerade mal. Das Ding ist halt... Es könnte gehen. Ja, ansonsten rennen wir halt relativ viel und schnell, ne? Da unten gerade ein Ding runter, ein Drop. Warum kann ich mein Wasserglas nicht hier drunter auffüllen? Läuft das Wasser noch da raus? Ja. Das musst du reinlegen in diesen. Da musst du das Inventar öffnen von dem Wasserhahn. Ja. Und dann musst du es da reinlegen. Okay. Dann geht das ganz schnell vor. Ah, I see. So, bringst du jetzt die... Oh, jetzt ist es leer. Geil. Das war... Ja, hier unten ist ja auch Wasser. Ja, dann wird's nicht scheitern. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass du die Narkos jetzt bringst. Ja, ich hab grad nochmal Holz und so nachgelegt, um die Zeit halt einfach nur zu nutzen. Okay. In der ich sonst hier einfach nur darauf gewartet hätte, dass die Narko-Bären langsam mal fertig wären. Ja. Die Narko-Dinger. Dann sag mir Bescheid, wenn du kommst, weil dann gehe ich jetzt noch mal ein bisschen exploren. Nee, ich bin jetzt quasi... Ich habe dort Holz reingelegt, Feuer entzündet, ich nehme jetzt... Hast du Tür zugemacht? Ja, also ich habe die Narko-Dinger noch nicht in der Hand. Jetzt habe ich sie und jetzt komme ich. Ja. Tür ist zu. Okay. Ich komme. Das ist so warm. 36 Grad, holy shit. Und es wird noch heißer. Mir ist genau derselbe Song durch die Ohren gegangen. Okay, Bärenjagen, ja? That's a plan. Ja. Ich muss mal kurz ein bisschen erholen hier. Ich kann mich auch bei den Bären erholen. Ja, also ich muss sagen, ich würde es ganz gerne probieren. Vielleicht ist es wirklich eine ziemlich dumme Idee. So, ich dachte eher noch ein bisschen weiter weg, weil ich dachte, die sind eher da, um uns gegen die anderen Bären zu verteidigen, weißt du? Ja, ja. Weil wenn der hier rausbackt... Das wäre natürlich Quatsch, aber wir gehen ja auf den Stein oben drauf. Okay, ich würde jetzt sofort anfangen, weil hier ist gerade kein Bär. Das ist das erste Mal seit Menschengedenken. Dann? Sollen wir hier drauf? Achso, du hast einfach mal... Ja. Okay, krass. Mal gucken, ob er kommt. Immer schön ins Gesicht, oder? Ja. So, und wenn wir den haben, dann können wir den Stein abbauen. Achso, nee, 5 Sekunden warten. Ne? Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil die können halt sterben. Dann mach du mal und ich beobachte mal die Umgebung, ne? Ja. Mit meiner Flinte im Anschlag.
Er hat sie halt genau im Arschloch stecken. Alter, die Musik ist halt echt cool. Aber ach, du lässt die normale Musik laufen, oder was? Ja, ich hab das jetzt... Alles klar. Ich schieß nochmal. Ich brauch die Musik nämlich. Ach so, übrigens, das mit dem 5 Sekunden warten scheint gar nicht mehr so zu sein. Oh Gott, okay. Der ist schon halb tot, ja. Er könnte sterben dabei. Ja, sieht nicht gut aus für ihn. Tja. Darf ich den nächsten Schuss nochmal machen? Ja. Aber du schießt doch mit Betäubungsfeuer, ne? Ja. Oh, was macht er jetzt? Rumpacken. Ja, warte, ich muss nochmal schießen. Aber der ist schon ziemlich low. Ja, der wird hier wahrscheinlich sterben. Ja. Aber ich muss auch mal zu schießen, weil sonst geht die Musik aus. Lass mich nochmal. Da, der ist... Ich glaube, der ist ripp, bevor wir den haben. Ja. Scheiße, Mann. Komm schon, kipp um. Ja. Schade. Aber wie ist das schade, passiert? Schade. Ist halt, da wir keine Darts haben. Also ich glaube, ja, aber können also ich habe ja im Internet geguckt und die Wahrscheinlichkeit ist halt 20%. Ja. Aber hätten wir einfach nur auf den Kopf schießen sollen vielleicht? Ja, ich habe fast nur auf den Kopf geschossen. Hm. Aber den jetzt nicht mehr, da kann man nichts mehr rausholen, ne? Ja. Ja gut, dann machen wir mal. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen Pelz. Okay, ich würde den nächsten... Oh, fuck! Yep. Der war auch noch so ein hohes Level, ja. Och, geht. 40er Bereich. Was brauche ich denn jetzt noch? Holz. Das ist halt eine Einladung halt, ne? Fucking hell. Ja. Okay, dann sind zwei Bären aufeinander. Die würde ich jetzt nicht unbedingt... Aber das ist halt der 56er und der 10er. Ich überlege halt, ob wir den 10er einfach umklatschen. Weil der 56er ist halt echt... Der ist halt so das Maß aller Dinge, ne? Ja. Geht. Aber den würde ich halt schon gern haben. Also... Ich würde jetzt... Ist halt da hinten schwierig. Ist so ein grünes Ding. Direkt vor uns. So ein Drop. Sollen wir das mal holen? So. Pass mal auf. Ja. Wir machen jetzt hier mal eine Zähmstation. Okay. Und zwar. Wie machen wir das? Scheiße. So gestorben ist so ein Täter, Alter. Ja, ist halt echt dumm. Wollen wir das nicht an der Wand machen, damit eine Seite schon zu ist? Nee. Okay. So. Hier können wir dann die ganze Zeit rumtanzen, weißt du? Und lassen uns einfach von den Viechern jagen. Okay, wie viele Hits halten wir wohl aus? Finden wir es raus. Okay, finde ich cool. Ich gehe mal pullen. Okay. Ich überlege, ob wir hier die ja, ob wir die töten, weil die greifen uns dann halt an. Nein, tun sie nicht. Doch, das sind doch die uns in der Gegend rumgeschleudert haben, oder? Nein. Okay. Das sind gut. Die mit den kurzen Stacheln. Die anderen haben viel, viel, viel längere Stacheln. Okay, ich geh mal gerade gucken, ob ich den Bären vielleicht kriege, wenn er gerade alleine ist. Also hier sind jetzt gerade 3, 4 Bären. Ja. Nee, das eine ist ein Biber. Es sind trotzdem 4 Bären. Biberbär. Okay, ja, ein Biber wäre mir lieber. Ah, hier. Zwei Stück hier direkt in der Senke drin. Oh. Das ist der 56er und der 10er. Ja, okay, dann pull ich jetzt, ne? Ja. Okay, go, 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 rauf, rauf, rauf. Die werden immer schneller, je länger sie laufen. Aber Interrupted damage das? Warte, ich guck mal gerade, wo die sind. Hat er Bock oder hat er keinen Bock? Genau. Lass mal zurückgehen. Ja. Vielleicht kommen die auch die Wand gerade nicht hoch. Das wäre jetzt schon witzig. Ja. Aber jetzt habe ich Angst, dass er mir gleich entgegenspringt. Ja, kommt sie wirklich. Ja, dann lass mal hier machen, ne? Ja, warte. Links ist nochmal einer. Naja, aber der scheint keine Akku von uns. Ja, komm. Hey, du hast den Zähne angegriffen. Jo, oder? Da kommen alle. Alle kommen. Rauf, 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 schnell. Ja, ja. Fuck.
Okay. Ja, einer ist richtig schnell. Ich versuche den mal auf mich zu lenken. Ah. Alter, der ist Level 6. Okay, wir dürfen nicht so oft schießen, ne? Okay, der hat sich da festgebissen. Ja. Ah, easy. Okay, kannst du ihn nur in den Kopf schießen? Weil gerade sind es immer 35. Nee, weil der den Kopf die ganze Zeit da in dem Stein drin hat. Okay. Ja, doch, es geht. Wenn er zubeißt, dann kannst du schießen. Okay, du machst das, ne? Oh, oh, den hat's gleich. Ja, ich schieß nochmal. Oh, oh Gott, da kommt der nächste. Fucking hell. Warte, du bist tot? Ja. Oh Gott. Alex, lass mich doch nicht allein. Okay, ich muss von unserer alten Basis dahin rennen. Okay, ich hab einen kleinen Vorteil. Aber welcher von beiden bist du gerade, du Fettwanz? Bist du der Level 10 oder bist der dunklere. Der dunklere war der Sektor. Oder? Nee. Das ist nämlich einfach Basis. Weiß nicht mehr. Holy shit. Der läuft wieder weg, der Sechser. Da ist wieder eine Katze. Die laufen beide weg. Ja, dann schieß weiter. Oh, nee, der nimmt nur Anlauf. Oder? Nee, er läuft weg. Okay, ich nehm erstmal den Sechser. Lass mich in Ruhe. Alter, ich hab doch einen guten Aim. Jetzt mach mich hier nicht so. Okay, der Sechser ist schon mal down. Fuck, ich werd grad von Miezekatzen gereckt. Ja. Okay, Narko-Mitte rein, Vier. Oder? Oh. Was muss ich da reinmachen? Ich hab gar kein Fleisch gerade. Fick mich. Ah, gehst du einmal zu unserem Haus und baust uns ein Bett? Aber ich hab gerade den Bären. Ach so, der liegt oder was? Ja. Oh, fuck. Ich brauch nur kurz Fleisch. Ich kann gleich. Kann ich hier vielleicht einfach ein Bett bauen? Ich kenn mich damit nicht aus. Ich muss irgendwas killen. Was ist das leichteste zu killen hier? Fick mich. Gott. Ich muss irgendwas killen. Es tut mir leid, Alex. Oh Gott. Wenn du sagst, ich soll die Prio anders machen, mach ich's gerne, aber. Nee. Kann ich so ein Duödi einfach killen? Nein. Duödi kriegst du nicht gekillt. Ein Biber? Auch nicht. Ich glaube, es muss ein Biber sein, Alex. Ja, aber kriegst du nicht gekillt. Nimm lieber einen Ankylo oder sowas. Ein Ankylo? Aber die sind Group-Aggro, oder? Ja. Fuck. Ah, wo waren das jetzt nochmal? Das ist definitiv einfach... Ja, jetzt kommt hier die nächste Katze, ey. Ja, leck mich doch am Arsch. Okay, was ist das für eine Fick-Scheiße hier? Mann. Pass auf, Sabertooth, die zählen wir uns auch noch, ey. Fuck. Okay. Vor allem das Bett hat irgendwie einen Respawn-Timer, ne? Da kenne ich mich gar nicht mit aus. Da kann das Mistvieh... Ich muss dringend mehr Betten bauen. Ah, ich bin gerade fucking hell. No. Ich hab doch gesagt, dass du kannst keinen Biber töten. Ja, das war die einzige Option. Die anderen wären alle Group-Akku. Es waren zu viele. Ja, aber warum gehst du dann nicht hoch zu unseren Dinos und holst Fleisch? Ja. So, ich muss Respawn zufälliger Ort machen im Nauf, ne? Ja. Okay. Oh, Mann. So, wo war jetzt nochmal unser Ding? Okay, hier ist ein Spino. Alter Schwede. Ja, da kommen wir nicht mehr hin, glaube ich. Weil da sind so viele Raubkatzen auf dem Weg. Bist du ein Finnvieh? Oh ja. Okay, I see. Das bist du so ein Vieh. Okay. Du meinst dann unsere Base, oder was? Ja. Wir haben noch kein Bett oben gebaut. Das war ziemlich dumm. Ja. Ich werde gerade gespawn-campt. Alter. Ja. Also ich muss sagen, in solchen... Ja, das mit dem Bett war halt echt blöd. Zufälliger Ort. Okay. Also man muss auf jeden Fall sofort schnell weg vom Wasser. Aber das letzte Mal war es ja auch so, dass wir ganz oft gestorben sind und dann waren wir... Nee, am Strand ist ja immer weniger. Okay, weil... Inland ist immer der... Da sind die Dinos am fiesesten. Okay, wir sind irgendwo bei 60 oder sowas, ne? Ich bin jetzt leider niemals ohne Seife waschen. Ich bin ganz westlich gespannt. Oh ja, klar, ist ja wieder die nächste scheiß Fickkatze. Okay. Leck mich, ich box dich kaputt, du Mistvieh. Ich bin scheinbar rausgetappt und... Ah, okay, krass. Ja, ich bin wieder RIP. Ja, ich sterbe auch die ganze Zeit. Okay. Das müssen wir jetzt zusammen durchstehen, Alex.
Das kriegen wir hin. Krieg ich schon wieder richtig nass, ey. So. Ich habe leider einen echt langen Marsch vor uns, vor mir, Alter. Ja, ich auch. Ich bin ganz im Westen gespawnt. Ich auch. Fuck. So. Naja, das Positive ist halt echt, dass ich mir die ganze Zeit vorstelle, dass das wahrscheinlich so das Standard-Prozedere bei den anderen Teams ist. Und dass wir jetzt wahrscheinlich ein Bett haben. Ja, wir werden da nicht so viel verlieren. Rückschläge machen uns nur stärker. Das ist ja schon wieder so ein Bullshit, ey. Ja, ich hasse solche Sachen. Sie schwächen uns halt komplett. Ja. Aber, keine Ahnung, warum der... Ist der Spino. Mhm. Keine Ahnung, warum der Stuck... Dino eben so, Alter, ich habe richtig Angst, weil ich so weit an der Grenze zu Max und Mori laufe, dass ich hier gekillt werden könnte. Aber ich kann es doch nicht anders machen. Ich muss ja am Wasser entlang, oder? Ja, klar, jetzt komme ich hier fliegen. I hate it, Alter. Mhm. Okay, vielleicht gehe ich doch besser ins Landesinnere. Ich habe jetzt keinen Bock, hier ein PvP-Leben abzugeben. Was bist du? Och, nee. Manometer, ey. Ja, vor allem, normalerweise ist es ja jetzt aktuell gar nicht so schlimm, wenn wir sterben, weil wir kein Leben verlieren, aber weil wir kein Bett haben, tut es halt gerade doch weh. Mhm. Bitte sagt, dass ihr mich nicht verfolgt. Nice, okay. Ich komme jetzt hier näher. Nee, doch nicht. Jetzt weiß ich, was du mit Raubkatzen meintest. Mhm. Vor allem sind die halt echt krass drauf, weil die sind halt einfach vom Himmel gefallen. Die sind halt legit einfach vor mir auf den Boden gedroppt. Moin! Jo! Und ich habe so, okay, tschüss! Scheiße, Mann. Okay, was war das nochmal so? 26, 63 oder so, ne? Ja. Boah, und wie viele Leute geschrieben haben, X-Achse zuerst und dann Y-Achse. Leute, beruhigt euch. Ne, also... Ich wurde derart angegangen. Echt? Ja, ja. Wie dumm kann man sein? Warst du nicht in der Schule? Lappen und... Holy shit. Freunde, reißt euch zusammen. Wer bei mir sowas schreibt, wird einfach direkt gebannt. Ist einfach direkt... Oh nee, ich werde gechased. Entweder ihr könnt eure Kritik vernünftig äußern. Oh, hier, fliegt halt einfach raus. Ich sterbe wieder. Ah, jetzt weiß ich aber auch, wie ein Raptor aussieht, ne? Ja, cool, jetzt habe ich meine Leiche wieder gefunden. Warum lebe ich denn noch? Hä, hat der Raptor keinen Bock, mich zu killen? Hä? Okay, der Raptor ist einfach weg. Okay. Es hat mich ein Raptor zu Boden geschmissen? Vielleicht hat er einen anderen... Oh Gott, da ist eine Raubkatze. Okay, ich bin jetzt so... Nee, der hat nicht wirklich Aggro auf mich. Ah, leck mich doch am Arsch. Okay, ich habe keine gebrochenen Knochen. Raptoren sind sehr effizient, ne? Da bricht man sich gar nicht was. Da ist ein großer Schatten über mir, aber das scheint kein... Ist das hier eine Höhle? Ja. Ich weiß nicht, wie man gegen Raubkatzen vorgeht. Ach Gott, jetzt sind da wieder zwei. Ich weiß auch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, kann es ja auch nicht sagen. Ja, ich laufe halt auch einfach legit in die falsche Richtung, aber ich muss halt an diesen Hügel vorbei und da drauf sind Raubkatzen. Und da hinten... Falte gerade so viel, dass ich mir fast überlege, ob es ein Spieler ist. Also wir hätten jetzt gerade unsere Teamleben aufgebraucht. Jo, wir wären halt wirklich einfach... Ripp. Aber andererseits wird man es wahrscheinlich... Oh nee, Adler, bitte nicht. Adler sind mein Arch-Enemy, Alter. Bitte nicht. Bitte einfach nein. Oh nee. Jetzt dich du auch noch. Oh Gott. Also der hinten gerade hat ein T-Rex mit irgendwas, mit so 10 Sachen gleichzeitig gekämpft und es sah für mich viel zu sehr danach aus, dass das Spieler gesteuert ist. Oh lol. Bist du in der Nähe? Geil. Nee, warte mal. Hier dieser Stachelbro, der uns immer rumgeschleudert hat, ne? Nee, Raptoren! Der hat die Katzen zermatscht. Ich bin tot. Ja? Der hat die Katzen zermatscht, nice. Hm? Komm jetzt vielleicht an mein Zeug dran.
So, unser Viech liegt ja noch wahrscheinlich. Nice, ich bin relativ nah an der Base gespawnt. Oh, da sind schon wieder Katzen. Also ich habe da Narko mit reingedonnert. Wie sonst was. Aber dann ja, muss er auch forcefeeden. Ah, das habe ich wahrscheinlich nicht gemacht. Alter, das gibt's nicht. Das gibt's nicht, die haben schon wieder Aggro gezogen. Alter, diese Fickkatzen, die haben so einen riesen Aggro-Radius. Jo, die sind richtig brutal. Okay, ja Leute, die Folge haben wir uns anders vorgestellt, bin ich ehrlich. Durchaus. Ja, ich weiß, dass vieles in den Kommentaren darauf hinauslaufen wird, dass ich da wirklich nichts hätte versuchen sollen zu killen. Und vor allem, weil wir auch Flash in der Base hatten, ich kam halt wirklich nicht auf die Idee und es ist dann auch ein bisschen Panik. Und der Biber, weil ich schon mal einen Biber gekillt hat, wusste ich, worauf ich mich einlasse. Das Problem war halt wirklich nur, dass das im Nachhinein ein Biber Level 60 war. Und 60 dummerweise das höchste Level ist, was wir jetzt Spawn überhaupt haben. So, die beiden haben doch garantiert gerade einfach nur mal Spaß miteinander. Da kann ich garantiert durchschlüpfen. Okay, ich bin zumindest jetzt wieder nah an der Base, glaube ich. Nee, was greifst du mich denn jetzt an? Du warst im Fight! Nee, du bist eine Raubkatze, du warst nicht im Fight. Alter, das gibt's ja gar nicht, ey. Alter, die Anzahl der Raubkatzen macht mir halt wirklich Sorgen. Ja, es ist ein bisschen lächerlich. Ich zieh dich jetzt einfach mal zu anderen Dinos, die du statt mir töten könntest. Hier, mein großer Freund. Kannst du den da kaputt machen? Exzellent. Das hat sogar halbwegs funktioniert, glaube ich. Das hat funktioniert. Oh mein Gott, God bless. Nee, was bist du denn da vorne? Okay, das sind Raptoren. Okay, also ich habe die Wahl. Entweder ich renne in die Raubkatzen oder in die Raptoren. Please, ja, please. Bei mir sind es Adler und Katzen. Das ist halt einfach hart lächerlich, Mann. Alter, okay, also das mit dem Bett bauen wird es natürlich niemals passieren. Wieder, weil manche Lektion muss man blutig lernen. Und wir haben mehr als eine blutige Nase hier bekommen. Wir haben halt wirklich... Ja. Hier blutet halt mein ganzes Herz mit. Wenn ich also ich werde halt Raubkatzen wirklich jagen, ne? Also da wird halt... Wir können die eigentlich auch zähmen. Ich werde die nicht zähmen. Die werden alle sterben. Das ist das Adler-Treatment, was die sich erarbeitet haben. Ja, die sind halt echt gut zum Kämpfen auch. Ja, ganz offensichtlich. Die sind ja most annoying shit ever. Ja, Bock schnell auch. Ja, schnell vor allem, Alter. Outrun ist hier nicht möglich. So, jetzt habe ich, glaube ich... Vor allem das Problem ist, mein Orientierungssinn ist ja wirklich nicht so gut, ne? Und wenn man mir dann hier auch noch... Hier mich auch noch in einer fremden Umgebung aufsetzt und ich muss dann meine Base finden. Leute, könnt ihr mir doch nicht antun. Okay, da vorne ist grün. Hier sind die Bären. Ich bin back. Ich bin back im Business. Okay, ich glaube, ich habe meinen Körper auch gerade gefunden. Ich weiß noch nicht mal, wo ich verreckt bin, da hinten. Das grüne Ding ist meine Leiche, oder? Ja. So, Bären, ne? Ich schwöre euch, ich zähme keinen von euch und zerstücke euch in Einzelteile und dein Partner darf dich dann fressen, wenn ihr mich jetzt angreift. Ey, ich töte euch alle. Ne, warte mal, ich glaube, ich habe dich da gesehen. Aber dann müsste doch das grüne Ding sieht man doch nur von sich selber. Ja. Ja, true. Hier ist ja nichts drin. Hier bin ich scheinbar... Nein! Och, Mann! Das habe ich doch seit Lebzeiten nicht mehr dabei gehabt. Hier muss ich vor 10 Jahren mal gestorben sein. Alter, leck mich, ich bin gerade kurz... Verdammte Scheiße nochmal. Bin ich hier vom Adler gekillt worden? Ich habe wirklich keine Lust mehr. Ja, das ist das, die Rückschläge, mit denen müssen wir erleben, Alex. Aber glücklich Alter, bin ich hier jetzt sind auch dauernd irgendwo Fickleichen und man kann es nicht deaktivieren, diese Scheiße. Ja, okay. Nee, das ist halt tatsächlich ein bisschen ärgerlich. Doch, du kannst das alles aus deinem Inventar rausschmeißen, dann macht er den Strahl weg. Ah, okay, das hätte ich natürlich machen sollen. Oh, bitte sag mir, dass ich hier richtig bin, Alter. Aber ich habe das den Biberbau nicht gesehen, also wahrscheinlich nicht. Was ist das hier? Ja, ich bin da. Hier liegt doch der Bär liegt noch. Geil. Oh, God bless, Alter. Alles rein hier erstmal. Danach können wir immer noch weiter gucken. Oh, okay, ich renne jetzt in die Base, bau dir ein Bett und befreie dich, mein Junge. Mhm.
Was macht der Bär? Der Bär ist immer noch ein bisschen bewusstlos, aber ich glaube nicht, dass wir den noch schnell genug getamed bekommen, oder? Mach den ruhig weiter bewusstlos. Muss ich Narko dafür rein? Oh Gott, in den Arm. Okay, Leute, wir sind back in business, aber... Alter, dass wir kein Bett hatten, dass ich den Biber... Ich habe den entscheidenden Schuss gegen Biber gemisst. Dann entscheide ich mich dafür, einen Biber zu pullen, was, glaube ich, auch die richtige Idee war. Und sehe, nachdem ich ihn pulle, dass er fucking Level 60 ist und will mich einfach nur selber umbringen, dann kill ich den... Denke ich, ich habe ihn... verkackt den letzten Schuss und diese scheiß Flinte braucht ihr 70 Jahre zum Nachladen und ich bin zu dumm, auf die Picke zu wechseln. Weil ich einfach geistig minder bemittelt bin in diesem Spiel. Holy shit, Alter. Gut, Freunde. Und dann sagst du noch, hättet ihr hochgehen können, Fleisch holen. Ja, das wäre ein guter Tipp gewesen vor 5 Minuten. Alter, ey. Mann, Leute, das war eine Folge, die wird man so schnell nicht vergessen. Leck mich am Arsch. Was war denn das für eine Folge eigentlich? Die Donnerstag? Das Mittwoch. Mittwoch. Oh, es kommen noch zwei. Ja. Hau da rein, Jungs. Die Woche, puh, wird krass.